Dieter Bohn und der ist Prashant, oder? Nee, du bist. Ich bin ein Inder. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Osnabrück. Ich bin der Double von Dieter Bohn. Okay. Bist du Kuh oder was? Ist das bei euch Kuh heilig, oder? Ach so, das mit der Kuh. Okay. Ja. Fangen wir mal an. Ist das Kuh bei euch heilig? Beim Deutschen, oder? Also, bei mir in Indien ist also Schweine heilig. Also ich sag dir ganz ehrlich. Ja. Also ich habe nur eine Kuh zu Hause. Ich habe 30 Kamele zu Hause, zwei Elefanten. Ich habe eine Kuh zu Hause und die reicht mir eigentlich. Und die ist mir heilig. Ja? Ja. Und wann schlachtest du sie? Nee. Nee? Nee. Und du isst sogar gerne Katze und Hunde wie Chinesen, oder? Die wird höchstens mal gemolken, aber sonst. Du hast nur den Arsch. Ich dachte, für Deutsche sind die Kuh heilig, oder? Nee, also, bei uns, also in Indien ist ja die Kuh heilig. Nein, bei also uns sind Schweine heilig. Ach Schweine, jetzt hört er auch mit Labern. Ja, in Indien sind weiße Kühe. Nee, weiße Kühe, braune Kühe. Gibt es keine weiße Kühe? Es scheint bei uns sehr viel Sonne. Bei uns gibt es schwarz-weiße Kühe. Schwarz und weiß, wie geht das denn? Geht auch bei Norbert Engler in seinem Hammam in der Catwalk Artist so Make-up machen oder was? Ja, das sieht dann so aus. Ja. Aber sag doch mal, hast du was vor heute? Nach dem Hammam sieht so aus. Jetzt habe ich Schnauze sofort von dir, ey. Ich war gestern gerade beim Zahnarzt, du kannst es verstehen. Hast du Zähne in deinem Maul? Ja, also es sieht so aus, als welche Zähne.